Jo, hi, zurück zum Witcher. Wir sind hier immer noch in dieser freundlichen Höhle. Transformation-Höhle. Und da hinten. Ja, wohnt wohl so ein Gargoyle, keine Ahnung. Die müssen wir jetzt mal eine reinzimmern. Ja, der ist wirklich hässlich. Aber lass mich raten. Wenn der kaputt ist, kommt der nächste. Ah. Ah, es geht hier ein Tor auf. Zwei Portale, jede Menge. Okay, wenn das hier die Statue ist, muss ich wahrscheinlich merken, wo was ist, ne? Komm, ich geh mal da rein. Flupp. Wenn ich da reingehe, komme ich da raus, okay. Gehe ich jetzt dann wieder da vorne rein, oder? Mal gucken. Suchen wir eben den nächsten Gang. Verflucht. Schon wieder. Also jetzt bin ich wieder unten. Okay, das ist einfach. Jetzt gehen wir da wieder durch. Also da drüben war jetzt nicht so gut, deswegen gehen wir da rein. Schon wieder am Anfang gelandet. Okay, wo kommt man raus, wenn man da reingeht? Schwupp. Mist, schon wieder falsch. Vielleicht. Also eigentlich war das ja da oben gut. Ach so, ein Hinweis. Ja, das ist ein guter Hinweis. Da will ich natürlich nicht wieder raus. Was lag da? Auch nur das Lämpchen, sorry. Also die Statue wird irgendwas sagen, garantiert, oder? Die sagt gar nichts. Das kleine Kästchen schon reingeschaut? Ja, also ich wollte aber mal... Da bin ich ja durchgegangen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt durchgegangen bin. Hinter der Statue eigentlich noch nicht, oder? Also in der Statue bringt nichts. Schon wieder am Anfang gelandet. Vor der Statue bringt auch nichts, also hier rein. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Also das war bisher noch am besten, hier oben raus. Suchen wir eben den nächsten Gang. Suchen wir eben den nächsten Gang. Also interessant wäre natürlich jetzt da drüben rein, ne? Ganz andere Höhle, ne? Ach. Die Statue Verflucht. Scheint ausgerichtet zu sein, als ob sie in eine Richtung zeigen würde. Vielleicht zum richtigen Portal? Ja, danke für den Hinweis, das dachte ich mir ja schon. Also hatte ich ja gedacht, flupp hier rein. Verflucht, schon wieder am Anfang. Okay, der Tipp war nicht gut. Also nochmal hier raus. Suchen wir eben den nächsten Gang. Schön. Suchen wir eben den nächsten Gang. Ja, ich hatte vorhin gedacht, ich wäre hier wirklich drüber, ne? Also, dann gehe ich doch jetzt hier mal rüber.
da raus. Die Statue scheint ausgerichtet zu sein, als ob sie in eine Richtung zeigen würde. Vielleicht zum richtigen Portal. Also, ich muss darauf wahrscheinlich, ne? Ja. Dann sind die schon richtig ausgerichtet, aber ich hab's nicht gerafft. Okay. Suchen wir eben den nächsten Gang. Da unten. Das heißt, wir müssen da rein oder das da drüber. Mal, weil es halt eben nicht so einfach ist, das obere, oder? Wo ist die Statue da? Okay, ich probier's mal. Aha, okay. Hier muss Moro sein Labor gehabt haben. Hier gibt's natürlich geilen Scheiß. Guck mal, was hier alles ist. Ah, hier ist so ein Teleporter. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. What? Kann ich auch abhauen? Nein. Kein Kristall, dritter Eintrag, kein Kristall, fünfter Eintrag. Der Kristall zu diesem Eintrag fehlt. Könnte irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Genau. Juli 1102. Heute beginne ich mit der größten Aufgabe meines Lebens, die größer und wichtiger als alles ist, was ich bisher getan habe, da sie mich persönlich betrifft. Mich und meinen Sohn. Als ich vor 15 Jahren im Wald von einer Bestie angegriffen wurde, kam mir ein Hexer zu Hilfe und rettete mir das Leben. Ich wusste damals nicht, dass ich diese Rettung mit dem Verlust des Mitspracherechts für die Zukunft meines eigenen Sohnes bezahlen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es getan und wäre lieber gestorben, als den Hexern meinen einzigen Sohn zu überlassen. Aber so schwor ich an dem Tag, als Jerome mitgenommen wurde, bei meiner Ehre, meinen Sohn zurückzuholen. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Vorbereitung, habe ich immerhin ein Gerät entwickelt, mit dem ich Mutationen studieren kann. Wenn mir die Götter gewogen sind, finde ich einen Weg, besagte Mutationen rückgängig zu machen und Jerome ein normales Leben zu ermöglichen. Flupp. So. Tja. Der Professor wollte Hexermutationen nicht verstärken. Er wollte sie rückgängig machen. Ob ihm das gelungen ist? Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Vielleicht kann ich erstmal was anderes machen. Naja. Beobachtung 30. Die Mutationen setzen nicht sofort ein. Erstaunlicherweise entwickeln sie sich auch nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg. Um eine Mutation abzuschließen, muss das entsprechende Mutagen vielmehr fortlaufend verabreicht werden. Die Testperson verträgt das nicht besonders gut. Aber ich habe einen Weg gefunden, wodurch die Mutationen weniger problematisch und invasiv verlaufen. Ich füge der Mutagenbasis das Albumin aus dem Ei eines mutierten Riesentausendfüßlers hinzu. In einem Glasterrarium gehalten, entwickeln sich die Eier nicht. Sie bleiben klein. Die Eier selbst sehen wunderbar aus. In mutierter Form leuchten sie wunderschön. Hoffentlich verursacht das hinzugefügte Albumin keine größeren Nebenwirkungen. Aber das werden wir erst noch herausfinden.
Okay, ich muss so die drei Kristalle angucken, ne? Schauen wir mal das fünfte an. So, mal gucken. Wir sind alle gestorben. Jahre der Experimente. Forschung. Opfer. Alles umsonst. Ich habe das Ziel, das ich mir gesteckt habe, nicht erreicht. Jede Mutation, die ich meinen Testpersonen verabreicht habe, erwies sich bei Jerome als wirkungslos. Was ihn von seinem Hexersein heilen sollte, ihm ein normales Leben ermöglichen sollte, verstärkte seine Mutationen weiter, machte ihn noch schneller und stärker und ließ ihn noch unmenschlicher werden. Es sieht aus, als müsste mein Sohn für immer Hexer bleiben. Ich bin gescheitert. Ich werde diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Zu Lydia. Vielleicht nimmt sie mich doch noch zurück. Die Formeln und Mutagene lasse ich hier. Sollen sie doch verwittern und verfallen. So wie meine Träume, meinen Sohn zurückzuerhalten. Der Professor wollte also die Effekte der Mutationen rückgängig machen. Er hat sie aber nur verstärkt. Was für ein Glück für mich. Ich könnte von seinem Versagen profitieren. So, Kristallaufnahmen. Der Professor hat versucht, die Wirkungen der Hexermutationen zu neutralisieren. Aber er hat sie dadurch nur verstärkt. Er hat das Eiweiß der Eier von Riesentausendfüßlern als Mutagenbasis verwendet. Ich sollte nach ihnen suchen. Okay, dann machen wir das doch. Die finden wir auf jeden Fall. Also, ich würde mal sagen, die sind hier alle drin. Na komm, was haben wir hier noch? Ne, die brauche ich jetzt nicht nochmal ausprobieren. Also, ich vermute, wir gehen mal hier in diesen Kerker rein, weil da wurde ja vorhin mal drauf gefilmt. Moreau muss seinen Sohn da drin eingesperrt haben. Ja. Grausam. Ist nicht so nett. Ja. Nicht so nett. Eine ganze Bibliothek. Die meisten Wälzer sind über Mutation und Genetik. So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? Finden wir schon heraus. Ah, noch ein Kristall. Könnten wir uns natürlich angucken, sollten wir wahrscheinlich auch. Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Nein. Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. So, ich könnte das dritte Ding jetzt noch mal angucken, das vierte. Aber ich gucke noch mal ein bisschen weiter. Noch ein Kristall. Wie viele waren es insgesamt? Fünf, das heißt, das waren sie alle. Konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Was ist das hier, ey? Zeig mal. Das nehmen wir mit. Und das hier? Kann gar nichts machen, ne? Leuchtet denn da so? Kann ich nicht erkennen. So, mal gucken. Also, können noch mal die Kristalle angucken, oder? Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Mal den zweiten Eintrag angucken. Beobachtung 22. Obwohl toxische Substanzen im Überfluss verabreicht wurden, weitaus mehr als gewöhnlich, zeigte die Testperson keinerlei Anzeichen von Überdosierung.
Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Durch diese Mutation sollte Jerome Vergiftungen besser vertragen. Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transmutiert werden kann. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagendosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Okay, wir haben eigentlich alles, ne? Ich habe genug gesehen. Tja, jetzt das Riesentausendfüßler-Gedöns-Krams-Zeug. Ich weiß nicht woher. Gehen wir raus, oder? Oder wir gehen hier lang? Was ist hier? Nein, wir müssen noch oben rauf. Komm. Da rein? Gar nicht. Aber da kommt man, ach so, wenn ich raus bin, komme ich hier so einfach rein, ne? Das ist dann der Trick. Okay, dann machen wir das. Noch irgendwas, wo ich Quatsch machen kann? Ach, hier ist ja auch noch was. Hab ich gar nicht gesehen. Was echt? Richtige Pause dieses Jahr. Ich glaube, wieder richtig. Sie bald mal ein. Oder ein paar. Hm.
Leute. Was ist? Leid. Ich brauche deine Eier. Sehr schön. So, sonst noch was? Muss ich nochmal gucken. Hier ist alles klar, ne? Okay, gehen wir hier weiter. Noch mehr von den Vögelchen. Ist der jetzt bei kaputt? Mein Herr. Also, ja. Ah. Endlich. Freunde. So, da ist ein bisschen lange, ne? So, wie viel brauchen wir noch von dem Zeug? So, Blasierungsmotorisierung, bla, in dem Professorapparat. Hier irgendwo oder da? Komm, wo denn? Irgendwo da drin? Oder da? Oder da? Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Das glaube ich auch. Ah, da. Okay. Ausziehen. Nun ja. Splitterfaser? Na, Schlibber. Okay. Achso, und Schwertchen natürlich irgendwie ablegen, ne? Oder? Das muss reichen. Schick ist er. So faszinierend Maschinenmutagene an mir, so funktionieren sie bei seinem Sohn. Nun, ich werde es herausfinden. Spitzenapparatur.
Alter, was der alles für Selbstversuche macht, das ist echt. Na, Geri. Du hast das Mutationssystem freigeschaltet. Mutation bedeutet neue Möglichkeiten von denen, bla bla. Okay, Charakterfenster. Geil. So. Lass mal gucken. Schlingen. Okay, so. Zwei Mutationen, okay. Verstehe. Was? Nochmal. Forschung mit Mutationen. Um Mutationen verwenden zu können, musst du sie zuerst erforschen. Wähle dazu eine verfügbare Mutation aus. Okay, irgendwie rot, grün, blau wahrscheinlich. Verstärkte Synapsen, Anzahl der Freistellen erforderlich. Okay, müssen wir mal. Was denn? Achso, das sind so Spezialfähigkeiten in dem Bereich. Okay. Ja. Oh, das heißt, ich kann jetzt hier. Wann kann man die anderen? Du hast eine Mutation erforscht, drücke A, um sie zu aktivieren. Die hier oder die da? Oder diese? Ah, okay. Man kann die Richtung dann. Okay. Ich will aber noch nicht zurückkehren. Ich kann doch, kann ich das auch schon machen? Die kann ich auch. Geil. Okay. Drei von vier Fertigkeitspunkten. Okay, alles klar. Vier von drei. Aber ich brauche noch ein gutes Mutagen, verstehe. Lass mich nochmal reingucken. Das ist ja echt sehr cool. Was soll ich einen freien Platz? Ah, verstehe. Okay, ich habe da oben eh einen freien Platz, fällt mir mal gerade auf. So, und da, was kann ich denn jetzt da reinpacken? Irgendwas, was ich will, oder was? Nö, ich wollte das eigentlich da drüben reinpacken. Das habe ich nicht gerafft wahrscheinlich. Okay, nochmal. Also hier packen wir nochmal was Grünes rein. Die Frage, wie kriege ich jetzt das da drüben? Raserei 1 von 3, aktuelle Stufe, bla bla, habe ich noch nicht richtig verstanden. Wie kriege ich das jetzt da freigeschaltet? Wer versteht's, ich hab's leider wieder noch nicht durchgelesen, scheißen Dreck.
Was kann ich hiermit machen? Freier Platz. Fertigkeit zum Aktivieren hier platzieren. Also eine Fertigkeit. Verfügbare Punkte 4. Also daran soll es jetzt aber nicht. Mann. Ich zieh's mir irgendwie mal rein. Und erzähl beim nächsten Mal, wie es läuft. So, was machen wir als nächstes? Ach, das Labor müssen wir noch verlassen. Ja, machen wir im Schlüpper, oder? Kommen wir hier raus. Einfach mal da durch das Loch abhauen, oder was? Es scheint so, als könnte man jetzt auf einmal da hinten durchgehen. Ach nee. Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Mit Katschau? Vielleicht? Nein, vielleicht braucht der Feuer. Nein, er braucht etwas anderes. Na, so geht's doch. Jetzt muss ich mal auftauchen. Wo bin ich? Mitten auf dem See wieder. Da ist mein Wildchen. Komm, steig ein. Okay, also ich segle mal wieder an Land und ziehe mich wieder an und melde mich dann in der nächsten Session wieder, ja? Okay, bis dann, ciao!